Jo, liebe Leute, schönen guten Tag, euer Theo ist wieder am Start mit einem erneuten Mario-Video und zwar heute geht es um 5 dunkle Geheimnisse über Peach und Bowser. Ein sehr interessantes Video, wie ich finde, weil Peach wird ja immer vermeintlich in die Opferrolle gesteckt und Bowser in die Antagonistenrolle. Aber ist das wirklich der Fall? Das klären wir heute auf und mit wir meine ich natürlich den Tedash, der heute mal wieder am Start ist und meine Wenigkeit. 5 Sachen haben wir mitgebracht, abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Ich würde sagen, wir fangen an. Viel Spaß! Peach wird ja immer wieder von Bowser entführt und es gibt wirklich eigentlich so gut wie kein Mario-Spiel, wo das nicht irgendwo thematisiert ist. Es wird immer wieder als Hauptplot genommen. Aber wusstet ihr, dass eigentlich Peach sich in Wahrheit jedes Mal theoretisch selber befreien kann? Sie kann sich selber retten. Erstmal stand damals im alten Super Mario Bros. In der Spielebeschreibung, dass sie diejenige ist, die das Pilzkönigreich retten kann mit ihren magischen Kräften. Und für den Nintendo DS das erschienene Spiel Super Princess Peach. Dort haben wir gesehen, dass sie auch mit ihren Emotionen verschiedene magische Fähigkeiten oder allgemein irgendwelche Angriffe triggern kann, wo sie am Ende letztendlich auch in diesem Spiel Bowser besiegt hat. Also man darf Peach eigentlich nicht so unterschätzen und ich glaube, sie genießt das Ganze, dass sie so umgarnt wird von Bowser und Mario, weil in Wirklichkeit könnte sie sich selber einfach befreien. Vor langer Zeit, genau gesagt im Jahre 1986, gab es eine kleine Animationsserie zu Super Mario, die wirklich nur exklusiv für Japan war. Die Story von dieser Serie war eigentlich exakt gleich wie das erste Super Mario Spiel. Jedoch gab es ein paar zusätzliche Inhalte, was die ganze Story anging, weshalb wir extra zusätzliche Szenen geliefert bekommen haben. Dazu gehörte nämlich auch ein Ende, was wir wohl so noch nie in einem Super Mario Spiel gezeigt bekommen haben. Und zwar sollte man ja am Ende von einem Mario Game immer annehmen, dass Peach jetzt mit Mario zusammenkommt. Dies war aber in dieser Serie nicht so, denn hier taucht auf einmal ein Prinz namens Haru auf, mit dem Prinzessin Peach am Ende zusammenkommt. Was auch ziemlich random wirkt, denn dieser Prinz wurde am Anfang dieser ganzen Geschichte von Bowser in einen Hund verwandelt und dieser Hund, der jetzt Haru ist, ist die ganze Zeit zusammen mit Mario als auch Luigi gereist. Am Ende wurde dieser Hund eben wieder zurückverwandelt. So wurde dieser Hund wieder zu dem richtigen Prinzen und so kommen nicht Mario und Peach bzw. Bowser und Peach zusammen, sondern ein Prinz namens Haru und Peach. Ja. Das im 2002 erschienene Super Mario Sunshine für den Nintendo GameCube hat storymäßig auch einiges aufgebracht zwischen Peach und Bowser. Zumindest ist da der Hauptantagonist mehr oder weniger für einen großen Teil des Spiels Bowser Jr. Und es gibt eine Cutscene, da betitelt der Peach als seine Mama. Und was sich Nintendo dabei gedacht hat, so ein kleines, ja ich will schon fast sagen, zweideutiges Easter Egg reinzupacken, weil daraufhin guckt Peach einfach auch nur komplett dumm aus der Wäsche. Natürlich Leute, irgendwie ist es klar, wie sollen Bowser und Peach ein Kind zeugen? Und warum sollte Peach verwundert sein, weil das lässt ja irgendwie daraus schließen, dass Bowser das Kind ausgetragen hätte und sie davon nichts wusste. Und am Ende des Spiels wurde das Ganze auch noch aufgelöst, aber es war wirklich so ein kleines zweideutiges Easter Egg, dass zwischen Peach und Bowser eventuell was gelaufen ist mal. Als nächstes hätte ich für euch einfach den kleinen Gedanken, dass Peach vielleicht überhaupt nicht an Mario oder Bowser interessiert ist. Und sie in den ganzen Spielen davor, wo sie vielleicht mal Mario einen kleinen Kuss gegeben hat, einfach nur ein kleines Zeichen der Dankbarkeit abgeben wollte und nicht wirklich der Zuneigung oder der Liebe. Ein Beweis dafür könnte ganz einfach das Ende von Super Mario Odyssey gewesen sein. Wer Super Mario Odyssey gespielt hat, der weiß, dass das Ende von Super Mario Odyssey einfach fantastisch war. Und umso mehr hat einem das Ende von Super Mario Odyssey nicht gerade geschockt, sondern eher verwirrt. Denn dort weist sie einfach Mario als auch Bowser ab und gibt keinem die Chance, etwas mit ihr anzufangen. Und am Ende haut sie einfach ab und winkt ihnen zu. The fuck? Man hat gerade ihr Leben gerettet und sie verschwindet einfach, ohne etwas zu sagen. Also Peach, was führst du wirklich im Schilde? In dem Spiel Paper Mario aus dem Jahre 2001 hat Peach Bowsers Tagebuch geplündert und hat es gelesen, was da drin steht. Einfach heimlich gelesen, was da drin steht. Und es steht da wirklich drin, dass Bowser Peach liebt, beziehungsweise auf sie steht. Außerdem stehen da noch Kleinigkeiten drin, wie dass Bowser sein Abendessen irgendwie von letzter Nacht oder so, dass ihm das nicht geschmeckt hat. Und außerdem noch ein paar Fundorte von Powerstern. Und man hat nicht mal die Option, es nicht zu lesen. Das Spiel gibt einem nur vor, man kann es lesen oder ein wenig mehr lesen. Es kommt aufs Gleiche hinaus. Aber dort schreibt Bowser, wie gesagt, seine Gefühle, seine inneren Gefühle auf in das Tagebuch. Und halt auch, dass er Peach liebt. Das waren 5 Geheimnisse zwischen Bowser und Peach. Guckt beim Tedash vorbei, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.